liebe Gäste, so geht das jetzt zu auf der Amadea in der Lloydwerft in Bremerhaven. Wir begrüßen uns mit Händen und Füßen, nee, nicht mit Händen, mit Ellenbogen und Füßen. Und alles ist anders. Und hoffentlich können wir irgendwann uns auch mal wieder in die Arme nehmen und die Hände schütteln, wenn Sie als Passagiere an Bord kommen. Wenn Sie mich nicht erkannt haben, mein Name ist Steffen Spiegel. Ich bin normalerweise in Türkis und nicht in Gestreift hier als Kreuzfahrtdirektor unterwegs heute, um an Bord ein bisschen Ordnung zu schaffen in unseren Lagern. Wir wollen die Zeit nutzen, aber wir halten die Besucher an Bord so gering wie möglich und eben mit Maske und allen Schutzmöglichkeiten und Maßnahmen mit Temperaturmessung und dergleichen, damit die Crew an Bord, die in verringerter Zahl hier ist, geschützt ist. 85 Personen sind noch an Bord, um ein bisschen Instandhaltung zu machen, um das Schiff am Laufen zu halten. Und tatsächlich auch noch der ein oder andere, der immer noch darauf wartet, nach Hause zu reisen, weil eben die Reisebeschränkungen in manchen Ländern so sind, dass sie noch gar nicht nach Hause reisen durften. Aber der Großteil ist längst zu Hause, schon seit Anfang April. Und so sind wir hier in einer Art Pausenmodus in der Lloydwerft in Bremerhaven. Ich zeige Ihnen ein bisschen das Schiff, wie es in dieser seltsamen Zeit aussieht. Kommen Sie mit! Ja, im Treppenhaus sieht es auch einsam aus. Die einzigen Menschen, die man ab und zu mal trifft, sind ein paar Kollegen. Unser Hoteldirektor im Privat, Marc Hermes, ist auch dabei. Es ist alles ausgelegt mit Plastik, damit der Teppich geschont wird bei den ganzen Arbeiten, die hier stattfinden. Und irgendwie fehlt es einem schon, wenn man durchs Treppenhaus geht und niemanden trifft. Das Schiff ist ein bisschen einsam. Und wenn Sie sich fragen, warum ich eine Maske tragen muss, die mir ständig runterrutscht und die Kollegen aber keine, wer an Bord ist, trägt natürlich keine. Die Kollegen sind in Quarantäne schon seit Wochen und im Zweifel zwar seit Monaten, aber alle, die von draußen kommen, halten Abstand und tragen eine Maske, die schon wieder runterrutscht. Der einzige Ort, auf dem es noch einigermaßen normal zugeht an Bord, ist die Brücke. Nach wie vor wird Wache gegangen. Natürlich haben wir auch Kapitänsdach, Kapitän, Wachoffizier, alle sind da. Kapitän Jade Flatteville hat nach wie vor das Kommando an Bord. Das Schiff fährt zwar im Moment nicht, außer zwischendrin mal ins Trockendock und wieder raus. Aber trotzdem ist natürlich das Kommando beim Kapitän. Thank you very much for passing by and for participating in the preparation of the startup, and we look very much forward to be back in business. Thank you. Wir freuen uns auch. Haltet euch tapfer, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Crew hat ja nicht so viel zu tun wie in normalen Zeiten und deshalb ist natürlich Abwechslung wichtig. Und so hat man gebastelt und hier unten vor dem Schiff auf der Werft wird Basketball gespielt. Die Kollegen aus dem Maschinenraum haben geschweißt und das Brett haben wir gekauft und neue Bälle. Und so gibt es vor dem Abendessen sportliche Betätigung. Das Pooldeck sieht auch ein bisschen anders aus, als wir das kennen. Die Treppe ist vielleicht nicht hübsch, aber sie wird wieder hübsch. Wir haben vieles, was an Holz, Antik hier oben ist, runtergenommen. Rost, der sich darunter gebildet hat, wird entfernt. Das Holz wird neu lackiert, vorher abgeschliffen. Und Sie sehen die Kollegen hier in Arbeit, damit das Schiff dann wieder schön ist, wenn es wieder losgeht. Jetzt in der Corona-Krise ist natürlich keine Zeit, um große Umbauten zu machen und das Schiff von vorne bis hinten komplett umzukrempeln. Aber kleine Instandhaltungsarbeiten werden natürlich gemacht. Und so sehen Sie hier die Reling, die weitgehend abgebaut ist, abgeschliffen wird, neu lackiert wird. Und dann ist alles wieder hübsch, wenn es hoffentlich bald wieder losgeht. Das Amadea-Restaurant sieht auch ein bisschen anders aus als normal. Das Buffet ist abgeklebt und gesichert. Aber hier ist jetzt das Essen für die Crew mit Ausblick auf die Werft, aber immerhin. Und hinter dem abgeklebten Buffet gibt es dann tatsächlich eine Möglichkeit, wo die Crew ihr Essen bekommt, nicht vom Buffet, sondern bedient wird und mit dem gebotenen Abstand an den Tisch sitzt. Wir sind am Ende angekommen unseres kleinen Rundgangs über unser kleines und etwas anders aussehendes Schiffchen. Die Jupiter Bar ist jetzt die Crew Bar. Mit gehörigem Abstand dürfen wir hier auch was trinken. Die Regeln haben sich ja geändert. Meine Maske, die ich tragen muss, ups, zum Trinken darf ich sie abnehmen. Und dann gibt es
dank neuer Regeln ein stilles Wasser an der Tuba mit unserer Zahlmeisterin Anne Pelikan. Zum Wohl. Zum Wohl. Und die Regeln haben sich ja geändert. Alkohol gibt es inzwischen auch erst ab 18 Uhr. Versprochen, wenn Sie wiederkommen, dann ändern sich die Regeln. Wir gehen nach unserem kurzen Besuch heute wieder zurück nach Hause. Sabrina wohnt in Bremerhaven, die kann fast zu Fuß nach Hause gehen. Ich fahre nach Bremen, das ist auch nicht so weit weg von Bremerhaven. Mein Ding rutscht schon wieder runter. Und wir gehen jetzt und hoffen, dass wir möglichst bald wiederkommen. Vielleicht ist es ja dann Ende Juli oder im August soweit. Wir drücken die Daumen, dass wir wiederkommen können und vor allem, dass Sie dann wiederkommen können und wir alle gemeinsam mit unserer Besatzung auf veränderten Vorzeichen, aber Reisen machen können. Vielleicht sogar ohne diese komischen Dinger hier. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis hoffentlich bald an Bord der Amadea.